Olli, das dauert heute nicht lange. Ich muss nur die Futterbestellung fürs Gestüt rausgeben. Andi, ich kann auf dem Rückweg auch noch einkaufen. Ich gehe schon. Ist Olli da? Ja. Hey. Bin ich zu spät? Ich wollte gleich runterkommen. Da unten sind die Briten los. Die haben reichlich getankt. United Kingdom at its best. Bei dem Lärmpegel verstehst du kaum dein eigenes Wort. Okay, dann lass uns einfach hier bleiben. Dann schaffen wir das nie. Bis zum Party morgen ist noch so viel zu organisieren. Das packen wir schon, don't worry. Cyberparty wird das Event des Jahres. Aber apropos, das hier wollte ich dir mal zeigen. Hast du nicht gesagt, du musst zur Arbeit? Ach, das mit der Futterbestellung kann ich auch später machen. Ich werde jetzt einfach noch ein bisschen für meine Prüfung lernen. So, die Getränkelieferung ist heute Vormittag gekommen. Da habe ich sicherheitshalber noch ein paar Bierfässer mehr bestellt. Was mit dieser neuen Wodka-Marke? Die wird morgen nachgeliefert. Und dazu dann noch die Gläser mit den Labels drauf. Warte mal. Du bist der Erste, der das Zeug unter die Leute bringt. Die reißen jetzt aus der Hand. Da kannst du ruhig noch einen Euro draufschlagen. Abzocke. Da fühlt sich keiner abgezockt. Für einen neuen Trend zahlen die Leute gerne mehr. Du willst ja schließlich was verdienen. Jede Wette, deine Gäste lassen die Gläser hinterher mitgehen. Auch wenn die echt geschmacksverirrt aussehen. So, und das hier ist die Nummer vom Stylisten. Der hat sich bis jetzt übrigens immer noch nicht gemeldet. Mirko hat sich gestern das Handgelenk gebrochen. Was machen wir denn jetzt? Don't panic. Ich habe schon einen Ersatzmann in der Pipeline. Ohne deine Kontakte wäre ich echt aufgeschmissen. Ja, stimmt. Ja, was ein Glück. Da konnten wir ja gerade noch eine unglaubliche Katastrophe abwenden. Ihr beide ohne Make-up. Wir haben sowas gar nicht nötig. Aber wir brauchen jemanden, der die Mädels passend zum Cyber-Outfit stylt. Ach, was wird denn das? Eine Karnevalsparty? Hello. We're running out of time. Reicht's nicht, wenn du deinen Kommentar morgen dazu abgibst? Kann es sein, dass ich dich bei irgendwas störe? Christian? Du musst doch bestimmt noch mal nach deinen Pferden schauen. Nein, muss ich nicht. Und ich glaube doch. Okay. Ich habe verstanden. Dieser Arsch mit meinem Freund in meiner Wohnung. Wahrscheinlich versucht er, ihn wieder abzuknutschen. Ja, ich weiß, wer im Glashaus sitzt. Aber trotzdem, ich meine, der Kuss zwischen uns, der war doch was anderes. Du versuchst mich nicht die ganze Zeit anzubaggern. So wie es dieser Rob macht. Was ist, findest du etwa nicht? Doch, doch. Nur zum Anbaggern gehören immer noch zwei. Und Olli hat doch klipp und klar gesagt, dass er nichts von Rob will. Und warum setzt er mich dann vor die Tür? Ich glaube, das war echt nicht okay, ihn einfach so wegzuschicken. Come on, dein Freund klammert wie eine Klette. Ich verstehe nicht, wie du das aushältst. Versuch dich doch mal in seine Lage zu versetzen. Wasser? Gern. Christian, musst du arbeiten. Genau in dem Moment tauchst du bei uns in der Wohnung auf. Ist halt eifersüchtig. Hat er den Grund dazu? Ich dachte, das hätten wir geklärt. Ich sag doch gar nichts. Rob, zwischen uns wird nichts laufen, ist das klar? Hey, inzwischen hat sogar good old Rob das gecheckt. Okay? Okay. Vielleicht haben die auch nur Spaß gemacht. Du vertraust doch Olli, oder? Ja klar, das ist nicht das Problem. Dann bleib cool. Sonst nimmt euer Stress nie ein Ende und Rob hat erreicht, was er will. Also ich sehe da nichts. Nimm's immer, vielleicht kommst du dann ja raus. Ich glaube, es geht schon wieder, danke. I'm off, bevor da noch jemand einen Herzinfarkt kriegt. Danke. Tschüss, Chrissy. Alles wieder okay. Ja, klar. Olli, kannst du Rob bitte noch mal anrufen? Er wollte mir die Gästeliste für morgen geben.
Hat er wohl vergessen. Klar, bald kann er ja noch nicht sein. Was ein Glück auch. Ups, falsches Thema. Christian, wie oft noch? Das mit Rob habe ich geklärt. Wenn es um Rob geht, bist du ja auch auf beiden Augen blind. Ja, und du misst hier dauernd mit zweierlei Maß. Wenn du mit Rebecca knutschst, dann muss ich das okay finden. Aber wehe, ich wage es, mich hier harmlos mit einem Geschäftspartner zu treffen. Harmlos, von wegen. Sag mal, raffst du es nicht? Dieser Typ versucht, dich rumzukriegen. Ich kann's nicht mehr hören. Tut mir leid, dass mir was an uns beiden liegt. Was für ein scheiß Spiel. Hey, da bin ich übrigens vorhin fast rübergefallen. Ist das deins? Willst du in die Pampa, oder? Schön wär's. Was hast du vor? Ich schlafe heute auf Königsbrunn. Jetzt mach doch nicht gleich so ein Fass auf. Wir haben da eben beide ein bisschen überreagiert. Kein Grund, gleich abzuhauen. Für mich schon. Ich brauche einfach ein bisschen Abstand. Christian.